Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der zweiten Folge von Beyond Ice und in der ersten Folge ging es ja darum, dass unsere Kleine hier, die ziemlich betröppelt aussieht und ziemlich traurig gerade ist, dass sie eine Katze als Freund gefunden hat und nun müssen wir, beziehungsweise ein Kater, keine Katze. Und nun müssen wir versuchen, den Kater wiederzufinden. Das Problem ist nur, wir sind blind, beziehungsweise das Mädchen ist blind, wir natürlich nicht. Und wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt werden hier schon Horroreffekte mit eingespielt, aber ganz so schlimm war es jetzt gerade nicht. Okay, da ist die Öffnung. Dann schaue ich hier nochmal eben. Ich denke mal, dass das hier alles so abgesperrt ist. Aber das wollen wir natürlich trotzdem freilegen. Ja, da ist es auch abgesperrt. Okay. Wir möchten ja auch, dass das hier so ein bisschen schön um uns herum aussieht. Weil es ist doch eine sehr, sehr optisch schöne Landschaft, wie ich finde. Wenn ich so malen könnte, wie das hier gemacht ist, wäre ich echt richtig happy darüber. Also da definitiv ein ganz, ganz großes Lob an die Entwickler beziehungsweise, ja, ich sag mal an die Künstler, die das Ganze hier erschaffen haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Weltoptik. Ich weiß jetzt nicht, ob es jemand vorher mal designt hat oder ob es jetzt direkt grafisch im Computer bearbeitet worden ist. Das macht man ja mal so, sag ich mal. Wobei ich glaube, die meisten haben vorher dann irgendwelche Skizzen, wie sie es haben wollen. Aha. Ray fragte sich, ob Nani diesen Weg nehmen würde. Es ist eine Katze, also vermutlich ja. Das heißt jetzt. Ah, hier können wir mit interagieren, ja. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier schon wieder eingezäunt werden. Natürlich, diesmal durch Büsche. Ist aber insofern nicht schlimm, weil Nani. ich mag die Umgebung unheimlich. Das habe ich ja, glaube ich, schon so das ein oder andere millionte Mal erwähnt im Laufe der letzten Folge und auch diese Folge schon. So. Hat so ein bisschen Harry Potter-mäßiges, finde ich, weil alles so vor einem plötzlich erscheint. Ich will jetzt hier nirgendwo runterfallen. Wo ist das? Das sieht so gefährlich aus. Ah, okay. Wenigstens etwas. Okay, dann schauen wir hier mal. Alles wie gewohnt Büsche. Und ein wunderschöner Springbrunnen. Es war kein Springbrunnen. Die Dinge waren nicht immer so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ah, okay. Ja, jetzt kommt es so langsam raus. Also was ich ja wirklich sehr, sehr schön finde, auch bei diesem Let's Play, selbst wenn man sich vieles doch schon vorstellen kann, einiger Dinge ist man nicht unbedingt bewusst. Und ich sag mal, wenn man immer nur dieses Plätschern als Springbrunnen kannte, dann, klar, erkennt man dieses Plätschern, auch wenn es kein Springbrunnen ist, trotzdem als Springbrunnen wieder. Und das haben sie doch jetzt gerade sehr eindeutig, ja, uns nochmal klar gemacht. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr gut. Und ich denke, da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Vielleicht auch mit Ängsten gespielt oder mit irgendwelchen Geräuschen oder so. Ja gut, mit Geräuschen haben sie jetzt auch schon gespielt. Wo man uns das vielleicht noch ein bisschen. Oh. Ein bisschen näher bringt. Wovor hast du jetzt Angst? Oder ist hier kalt?
Warum hat sie jetzt so eine Angst? Wegen dem Vogel? Spürt sie vielleicht irgendwie, dass der Vogel nicht gut ist, nicht nett ist? Aber das ist doch eine Krähe. Krähe sind sehr intelligente Vögel. Hier ist auch nochmal einer. Beziehungsweise ein Nee. Aber sie scheint die Vögel irgendwie nicht zu mögen. Vielleicht, weil es andere Vögel sind, als sie gewöhnt ist. Das kann natürlich auch sein. Aber man sieht auch so richtig, wie die Farben jetzt dunkel werden und grau. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt nur Angst hat oder... Hier ist schon wieder so ein Vogel. Oh je. Vielleicht kommt die Angst auch daher, weil es viele Vögel sind. Das kann natürlich sein. Übrigens, ich kann die Musik leider nicht abschalten. Ich hoffe inständig, dass es keine lizenzrechtlichen Probleme gibt mit den Let's Play. Na komm, geh weiter. Das ist jetzt allerdings ein bisschen blöd, weil normalerweise sollte das Ganze ja hier gemalt werden. Ich glaube nur, wenn wir hier einen Augenblick stehen oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es kann natürlich sein, dass das wegen der Krähen ist. Das vermute ich mal so ein bisschen. Es kann auch sein, dass... Ja, es ist starker Wind. Das sieht man ja auch an der Kleidung hier. Die keine Kleidung ist. Okay. Verstehe. Kann ich hier nicht durch? Gut, okay. Also sie bleibt zwischendurch immer stehen. Ich denke mal, dass sie wirklich einfach Angst hat. Es ist zwar schon auch windig, also könnte es auch ein bisschen sein, dass hier kalt ist, aber das denke ich jetzt eher nicht, dass das jetzt hier der Grund ist. So, hier ist auch wieder alles zu. Ja, es ist halt nicht nur alles bunt und malerisch in so einer Welt. Jetzt schauen wir mal eben hier. Geht's nicht weiter? Ist da jetzt eine Öffnung oder nicht? Da ist keine Öffnung, okay. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Jetzt bin ich verwirrt. Weil ich meine, wir haben doch jetzt keinen... Oder können wir hier durch? Nee, da kommt jetzt bestimmt auch ein Busch, ne? Okay, kein Busch, aber... Etwas, wodurch wir nicht durchkommen. Können wir da hinten irgendwie auf den... Ach so, hier ist... Ah, okay. Anscheinend wird es immer grün markiert, wenn wir das benutzen können. Ja, ich hoffe für die arme Kleine, dass wir hier gleich mal wieder in ein freundlicheres Gebiet kommen. Doch, und man sieht schon, dass sie sich sichtlich wohler fühlt. Also ich denke, dass es wirklich wegen der Krähen gewesen ist. Ich weiß nicht, weil die sind schlagartig plötzlich leise geworden. Oh, was haben wir denn da? Wissen wir nicht, wir dürfen nicht hin. Doch, jetzt dürfen wir hin. Moment. Ah, nicht ganz, okay. Aber sie hört sie auf jeden Fall. Nein, es war nicht Nanny. Wobei ich lieber Nani sage, weil Nanny hört sich so weiblich an. Und wenn man ja schreibt, dass das ein Kater ist, dann, ja, wäre das irgendwie seltsam. Ich schaue hier vorne allerdings auch nochmal nach, was wir hier alles so entdecken können. Es wäre jetzt schade drum, wegen der schönen Umwelt, das jetzt hier alles so weiß zu lassen. So. Okay, hier kommt die erste Absperrung. Na, da ist sie ja wieder. Beziehungsweise eher... Nee. Das ist ja... Also zumindest hatte der Kater schrägstrich die Katze gerade kein Halsband an, wie sonst. Könnte aber sein, dass der jetzt hier im Busch ist. Ist er aber nicht, weil es waren nur Vögel. Okay. Schade.
Andererseits, nur weil wir ihn finden, heißt es ja noch lange nicht, dass wir ihn dann mit nach Hause nehmen können. Das heißt dann im Endeffekt ja nur, dass wir ihn gefunden haben. Und ja, es dann vielleicht doch noch irgendwie in eine andere Richtung weitergeht. Man weiß es ja nicht. So, erstmal den Weg hier wieder komplett frei machen. Das ist so ein bisschen wie der Schnee, der gerade am Schmelzen ist, finde ich. Okay. Ah, ich wollte gerade noch sagen, hier können wir jetzt rein, aber nein. Können wir wieder nicht. Aber da hinten geht es auch nicht weiter. Okay. Aber man sieht so entfernt zumindest. Das ist aber nicht die Brücke, wo wir jetzt herkamen, oder? Obwohl, naja, könnte vielleicht auch sein. Na, kommst du aus der Ecke raus? Hab ich mich jetzt gerade erschreckt. Also da hinten, ich weiß nicht, was es ist, aber da hinten flackert die ganze Zeit was, was wir uns anscheinend ansehen sollen. Und wir hören wieder Schafe. Nee, wir hören Kühe. Was rede ich denn hier für Quatsch? Lautes Kuhgrölen und ich sag, wir hören wieder Schafe. Ja, warum auch nicht, ne? Wenn man die Tiere nicht mehr voneinander unterscheiden kann, dann, ja. Hat man irgendwie zu wenig Sonne getankt, zu wenig Vitamin D3 umgewandelt und aufgenommen? Ah, können wir das Ganze auch so frei machen, dass es mal stehen bleibt? Das ist ein bisschen beängstigend, wie die Kuh immer wieder auftaucht und wieder abhaut hier. Ja, wir können wahrscheinlich jetzt nicht auf die andere Seite. Ich krieg so ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt, von der Animation gerade. Das ist der Nachteil, wenn man Migränepatientin ist. Und das bin ich ja leider schon seit Jahren. Dann sind solche Sachen nicht so toll. Aber ich denke mal, das hat jetzt auch keine große Bedeutung, dass jetzt hier Kühe sind, beziehungsweise eine Kuh. Die lassen wir jetzt einfach mal immer wie Houdini auftauchen und wieder verschwinden. Und gehen hier erstmal den Weg weiter entlang. So. Nehme ich zumindest an, dass wir dann zu der Katze kommen. Können hier oben noch mal gucken. Hinten habe ich ja alles freigelegt, was es hier noch zu entdecken gibt. Da gibt es gerade nichts zu entdecken. Da hinten kommt wieder irgendwas. Na, komm, geh weiter. Die stockt immer, wenn sie irgendetwas hat. Wenn da in der Nähe, sage ich mal, ein größerer Felsen oder sowas ist, dann stockt sie immer und will nicht mehr weitergehen. Oh, Wasser, okay. Da müssen wir natürlich gerade, wenn wir blind sind, sehr vorsichtig sein. Es kann ja theoretisch auch tiefes Wasser sein, ne? Wobei das jetzt nur ein kleiner Bach ist, so wie es aussieht. Der zum Glück auch abgezäunt ist. Ich weiß ja nicht, wem hier dieses ganze Anwesen gehört. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwo im Wald ist. Ja gut, die Kühe, die werden jetzt nicht einfach so im Wald sein. War das gerade ein Frosch? Ja, das war ein Frosch. Hallo, Mr. Frosch. Der gute Frosch ist einfach abgehauen über die Mauer. Das ist nicht nett. Okay. Ich will die Folge jetzt nicht zu lange hinauszögern, aber ich möchte halt wirklich alles entdecken. Und es gab ja schon mal öfter. Was war das gerade? Brunnen. Ah. Okay. Also ich denke, dass das wirklich irgendwie was damit zu tun hat, dass sie die Arme hochhebt, dass das wirklich dieses, sie ertastet alles in ihrer Umgebung und das erzeugt dann sozusagen unser Bild, dass das wirklich das ist. Deswegen dauert es auch teilweise etwas länger. Okay, wenn sie sich schon ruft, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Obwohl ich gerne hinten noch die Ecken erkundschaftet hätte. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt nicht wieder bei der Houdini-Kuh hier? Okay, da kommt man gar nicht hin. Ja, geh nochmal zurück.
Haben wir denn hier irgendwas verpasst oder ist das nur... Ja, das ist der Weg. Also dieses ewige Langsamgehen, das hält einen schon so ein bisschen auf. Ich meine, es ist verständlich. Es passt natürlich auch super zu der Rolle, weil sie halt blind ist und natürlich nicht einfach so blindlings in der Gegend rumläuft. Na? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also entweder hört sie die Katze, beziehungsweise den Kater, oder sie spürt irgendwie, dass der da war. Nehme ich an. Anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Was ist das hier? Okay. Also ich werde jetzt mal ein bisschen weniger meine Gegend erkundschaften, weil sonst kommen wir, glaube ich, morgen nicht mehr hier raus. Ich gehe mal so ein bisschen mehr Richtung Wasser. Oh, was ist das? Oha. Ist das irgendwie eine Höllendimension oder sowas? Ist wahrscheinlich nur irgendwas, was sie sich vorstellt, nehme ich mal an, aber... Ah! Ja. Man hat es aber ganz deutlich gehört, es ist irgendeine Straße. Eventuell auch Autobahn, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine Straße. Ja, da darf sie natürlich nicht hin. Ach so, das ist gar kein Specht. Okay. Ach so, muss ich vorher drücken wahrscheinlich. Okay, wie lange bleibt es grün? Aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht.